Ich hoffe, weil das Grab ist noch unversehrt. Dieser verdammte Krieg gegen Askas sowie die Suche nach dem Buch haben mich so beschäftigt, dass ich schon seit Monaten nicht mehr dort war. Balna, ich vermisse dich so sehr. Ich wünschte so sehr, ich hätte das Buch schon viel früher gefunden. Dann wäre Aska nicht so mächtig geworden. Dann wärst du bei mir, geliebter Balna. Dann hätte es diesen Krieg nicht gegeben. Und wir alle hätten das Artefakt der Ära für unsere Zwecke nutzen können. Hier konnte sich alles nur in diese furchtbare Richtung entwickeln. Früher haben wir zusammen Seite an Seite gekämpft. Nun geht die Menschheit durch die Vampire zugrunde. Und das gerade so unfassbar viel Macht. Oh, Balna. Wenn ich dich trotz des Buches nicht wiederbeleben kann, ist alles vorbei. Elaine! Balina? Elaine! Wir werden angegriffen! Was? Wie kann das sein? Es sind Askas Truppen. Sie wissen offenbar, dass ihr euch hier versteckt. Wir müssen sofort die Verteidigung organisieren. Ich verstecke das Buch und dann müssen wir raus zu unseren Truppen. Wie lautet euer Plan? Schicke alle menschlichen Söldner an die Front. Die Vampire sollen aus der zweiten Reihe angreifen. Wie ihr befehlt. Bevor ich nach Edyrill aufbreche, muss ich in den Keller und die Klinge holen, die ich für genau diesen Moment aufbewahrt habe. Außerdem sollte ich mich dort noch an einen Menschen laben. Ich habe Durst. Na dann, machen wir das. Halt, da oben rechts ist ja die Tür. Die Treppen zum Keller befinden sich im südlichen Teil dieses Stockwerks. Ja, das haben wir bereits bemerkt. Der Keller. Die Klinge ist hier unten versteckt. Ich sollte mich auch gleich an einen Menschen stärken. 1599 Fehler erhalten. Super. Blutelixier erhalten. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Na? Okay. Meister! Euer Gefängnis ist fast leer. Aber immerhin nur fast. Sind die Zellen für die Vampire und Menschen, deren Willen sich nicht durch unsere Folter brechen lässt. Falls ihr Beherrschungsringe bei euch tragt, könntet ihr diese Gefangenen damit trotzdem auf eure Seite bringen. Beherrschungsringe? Die sind heutzutage so selten, da muss ich unbedingt die Augen offen halten, um die zu finden. Das sind sehr viele. Gefängnisse? Ist da jemand drin? Nein, da ist nirgendwo einer drin. Ich sehe da... Da ist nirgendwo einer drin. Und was haben wir hier? Zwei Blutessenzen halten. Nochmal zwei Blutessenzen. Ich muss mich stärken. Zu dem für dich, dass der Nachschub gerade stockt und du der letzte Mensch in meinem Kerker bist. Wenn ich so darüber nachdenke, hatten diese Soldaten auf der Suche nach ihren Frauen eigentlich gar nicht so unrecht. Wobei ich sicher nicht für die Entführung aller Frauen verantwortlich bin. Da muss noch mehr dahinter stecken. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. War das die eine Frau von dem einen Typen? Naja. Meister! Das ist eure Folterkammer. Falls ihr Vampire gefangen nehmt, werden wir diese in diesem Raum davon überzeugen, sich eurer Sache anzuschließen.
Sehr gut. Dann sollte ich dafür sorgen, dass das Gefängnis gut gefüllt ist. Meister! Dies ist euer Gefängnis für die schwächeren Vampire. Falls ihr euch entschließt, Vampire gefangen zu nehmen, werden wir sie hier einsperren. Darum kümmere ich mich schon bald. Leer. Viel zu leer. Darum sollte ich mich wirklich kümmern. Hier liegen meine Bruchstücke des Artefakts Aeras. Ich brauche unbedingt die restlichen Stücke von allein, um die Steintafel wieder zusammenzusetzen. Dieses Bruchstück sieht aus wie ein R. Was irgendein Text sein soll? Das hier sieht fast aus wie ein G irgendwie, aber die anderen beiden kann ich nicht erkennen. Naja. Und hier sind wieder leere Zellen. Ah, die hier verbunden sind, das heißt, die gehören hier wohl dazu. Verstehe. Das ist schwer, aber das holen wir zum Schluss, denn das ist ja der Grund, warum wir hier sind. Meister! Dies ist eure Silberkammer. Im Moment besitzt ihr 20 Silber. Das muss noch viel mehr werden. Ich muss mehr Silberminen erobern und diese mit Skeletten füllen. Da das Silbersystem wieder dazugekommen ist in Vampires Den 3 Leute, hat das an Vampires Den 1 anscheinend so vielen Leuten gefallen, die es dann in Vampires Den 2 vermisst haben, dass er es wieder eingebaut hat. Ich finde das toll. Das mit dem Tag-Nacht-Wechsel, hoffe ich, haben sie auch wieder eingebaut. Das haben sie auch, hat mir auch gefallen. Wie kann ich euch behilflich sein? Verkaufe mein Silber. Wie ist der Status meiner Minen? Wie ist der Status meiner Minen? Alle uns bekannten Minen befinden sich derzeit erneut unter der Kontrolle von Feinden. Meister! Leider konnten wir sie nicht ausreichend schützen. Verflucht! Das muss ich schnellstmöglich ändern. Dieser verdammte Krieg erfordert an so vielen Fronten meine Aufmerksamkeit. So, verkaufe mein Silber. Moment, das möchte ich eigentlich gar nicht. Okay, schade, dass ich hier nicht nach oben gehen kann, um das zu sehen. Also wir haben 3 Silberblöcke mit jeder, also 3x3 Silberbarren, Leute. Aber ich habe doch 20. 9 ist nicht, sind nicht 20, Leute. Seltsam. Was haben wir hier? Wie das einfach so klar war, Leute. Statusrune erhalten. Super, haben wir schon. Gibt es hier noch einen weiteren Weg? Nein. Viel zu leer. Ich muss unbedingt noch mehr Menschen gefangen nehmen. Ah, das ist die Menschenkammer. Okay. Na, dann holen wir uns das Schwert. Hier ist sie, die Verdammnisklinge. Magisch verstärkt, um damit auch die stärksten Vampire zu vernichten. Leider verbraucht sich ihre Macht sehr schnell. Daher habe ich sie für den Augenblick aufgehoben, an dem ich Elaine in die Enge getrieben habe. Elaine, wie konnte es nur so weit mit uns kommen? Ich habe dich geliebt, doch du hast mich verraten. Und nun wird diese Klinge dein Untergang sein. So unfassbar viel musste ich für diese Klinge opfern. Ich hoffe, sie ist es wert. Verdammnisklinge 80 erhalten. Nun sollte ich das Schloss verlassen und nach Eldyril aufbrechen.
Säbel der Nacht. Ein tiefschwarzer Säbel hat 9 weniger Schaden. Und verdammtes Klinge. Eine Klinge mit der Macht, vampirische Fähigkeiten zu unterdrücken. Ah ja. So, so. Ich bin ja links jetzt hoch, das heißt, ich muss nach rechts gehen. Nun werde ich sehen, was in der Dere versteckt ist. Ein blutiger Sturm. Ein ewiger Krieg. Erst wenn die Menschheit stirbt, endet die Herrschaft der Vampire. Dann fange ich mal hier an. Ich rieche Blut. Gebieter, ihr seid es. Elaine haben wir bislang nicht finden können. Aber wir konnten einige ihrer Krieger gefangen nehmen. Sie sind unten im Keller. Am besten liest ihr ihre Gedanken. So finden wir vielleicht eine Spur von unserer Erzfeindin. Wehe, das ist wieder nur Zeitverschwendung. Komm mit, dann schauen wir uns gemeinsam um. Wie ihr befehlt, Meister. Wenigstens habt ihr nicht daran gespart, die Inneneinrichtung etwas farbiger zu gestalten. Dann wollen wir mal sehen, wie rätselige lenzjämmerliche Vampire sind. Ah, jetzt darf ich. Speichern wir erstmal. Jetzt habe ich auch die Magierin. Kann ich die ausrüsten? Ich kann ihr einen Ring und eine Kette geben. Erhöht Angriff und Geschwindigkeit. Das ist eher nicht für sie. Und Abwehr und magische Angriffskraft. Das ist schon für sie. Dann machen wir das anders. Ach nein, Moment mal. Die möchte ich ihnen eigentlich bei Aska lassen. Dann kriegt ihr trotzdem den Ring der Vergeltung. Zumindest die Geschwindigkeit ist dann stärker, ist ja besser. So, wollen wir mal sehen, was es hier alles gibt. Lebensanker halten. Super.
Rot und saftig, so muss es sein. Integrität ist mein Geschäft. Eine langweilige Metapher über einen Wurm, der zwischen Igeln lebt. Sowas kann sich nur ein Mensch ausdenken. Das passiert, wenn man sich mir entgegenstellt. Gehen wir in den Keller. Das war ein Schritt zu weit. 3037 Filler erhalten. Sonst scheint hier nichts weiter zu sein. Da haben wir eine Weltkarte. Ich glaube aber, das ist unsere Welt. Asien, Australien, Amerika, Europa. Gut, Afrika sieht ein bisschen seltsam aus. Pulver des Schamanen erhalten. Was ist dann das? Halt, verhext, Verwirrung und Beherrschung bei allen Verbündeten. Wie geil! Die Klinge sieht zu stumpf aus, als dass ich sie gebrauchen könnte. Ach komm, verkaufen geht immer. Ihr dreckigen Würmer, der Erste, der redet, darf leben! Wir verabschieden euch, Oscar. Niemand wird euch verraten, wo Gebieterin allein steckt. Ich habe keine Geduld mit euch nutzlosen Maden. Hunderte von euch Gesindel habe ich eigenhändig erschlagen. Dann sterben wir. Doch wenn wir Gebieterin allein verraten, erstickt die letzte Hoffnung der Menschheit. Letzte Hoffnung der Menschheit? Erbärmlich. Das Gleichgewicht zwischen Vampiren und Menschen muss gewahrt bleiben. Nutzloser Abschaum. Wo ist sie? Verschwindet. Die Ebene des Blutes wartet schon auf euch. Ich muss das Dorf nach weiteren Hinweisen durchsuchen. Seine Gedanken haben ihn verraten. Elaine war oder ist hier. Können wir nochmal mit ihnen reden? Nein. Meister! Wir haben weitere Gefangene in unseren Häusern machen können. Ihr solltet auch deren Gedanken lesen. Worauf warten wir denn noch? Los! Ah, jetzt haben wir die Kriegerin. Zu der würde auch besser der Ring passen. Super. Sie kann nicht weit sein. Ich kann sie schon für mich riechen. Ich sollte die anderen Gefangenen verhören. Inter wissen die mehr über dein Versteck hier. Kam da gerade was? Idyril. Ah, jetzt bin ich in der Stadt. Okay. So, Leute. Ich würde hier aber jetzt Schluss machen. Ich nehme schon seit 4 Stunden auf. Es ist echt krass. Ich habe tatsächlich noch nicht mal das Intro geschafft in über 4 Stunden. Und das Dorf zu erkunden würde ja jetzt dann doch noch länger dauern. Deswegen verschiebe ich das auf das nächste Mal. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao, Leute!